Kurzanleitung zur Teildemontage eines Siemens Kondenstrockners Sieverterm 7400. Ich habe die Maschine kurz vorher etwas vorbereitet, damit ich nicht alle Schrauben während der Filmung auseinandernehmen muss oder ausschrauben muss. Ich habe zwei Werkzeuge, ein TH20 Schraubenzieher und ein Tapeziermesser, und das gebrauche ich nur, um an den Deckel oben diese kleinen Abdeckung abzunehmen. Das vereinfacht die Arbeit, da diese mit zwei Stöpsel versehen sind. Um den Deckel abzunehmen, einfach die zwei Seitenschrauben, die befinden sich auf jeder Seite, rausschrauben. Und danach können Sie den Deckel abnehmen, indem Sie den vorne etwas heben und nach vorne ziehen. Bitte seien Sie sicher, dass die Maschine auch nicht am Strom angeschlossen ist. Entnehmen Sie auch dann den Wasserbehälter. So, hier können Sie dann sehen, hier ist die eine elektronische Platine und die zweite Platine befindet sich hinter der Vorderblende.